Ich habe hier die klassische Frage, die man, glaube ich, bei so einem Interview immer reinbringt. Das ist, glaube ich, so eher so ein Standardsatz. Der hätte, wie gesagt, den haben sie wahrscheinlich als Textbaustein, ist ja die Geschichte, was macht eigentlich ein Zukunftsforscher, ne? Und wie ist eigentlich dieser Kompromiss? Wie kommt man überhaupt zu einer Zukunftsperspektive? Wie viel ist Kristallkugel und wie viel ist Auswertung aus Daten und Fakten? Wie kommt man überhaupt zu den Ableitungen zu bestimmten Themen? Wie ist so die Methodik dazu? Das gibt eine lange Antwort und eine kurze. Ich fange mal mit der kurzen an. Am besten arbeitet man als Zukunftsforscher, indem man A, neugierig bleibt, also nicht bei allem Neuen diesen Reflex macht, ich will das nicht wissen, weil ich hasse Neues. Das ist so die Grundvoraussetzung. Und das Zweite ist, man spricht mit Leuten, die an der Zukunft arbeiten. Also das ist gar keine Kristallkugel und auch gar nicht jetzt so diese wahnsinnige Datenwühlarbeit, dass man sich jetzt durch riesige Datenmengen oder Tabellen durchliest, sondern ich verbringe jeden Tag viele Stunden damit, mich mit Gedanken zu beschäftigen oder mit Themen zu beschäftigen, die ich lese, die natürlich von Menschen vorgebracht werden. Und das können einfach mal Beiträge auf einem Kongress sein, die man interessant findet. Das kann ein Fachartikel sein, den ich irgendwo lese. Und meistens steht da natürlich auch eine Person dahinter, also ein Name, ein Forscher, eine Forscherin, eine Unternehmerin oder ein Unternehmer, die ein neues Konzept vorschlagen. Und dann liest man das und dann kommt eigentlich so diese erste Vorprüfung. Das hat dann wieder was mit dem ersten Thema zu tun, dass man dann versuchen muss zu sehen, ah, tolle Utopie, aber kann man das auch bauen und macht das irgendwie Sinn oder ist das irgendwie nur ein Hirngespinst? Und wir machen dann relativ schnell, versuchen wir mit diesen Menschen in Kontakt zu treten. Also wir schreiben eine E-Mail oder rufen an und sagen, können wir mal ein Skype-Interview machen oder können wir uns auf einer Konferenz treffen, wo sie gerade sind. Und es ist eigentlich relativ einfach dann oder ja herauszufinden, diese Menschen, die sind dann gar nicht mal so geschlossen, sondern wenn man denen sagt, passen Sie auf, ich würde gerne mit Ihnen über die nächsten 10 Jahre mal sprechen. Also nicht, ich will gar keine Spionage betreiben und wissen, was Sie im nächsten Monat rausbringen oder Sie brauchen mir auch nichts zu erzählen, was nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Aber ich würde gerne von Ihnen wissen, wann sind die Tipping Points? Wann erwarten Sie, dass diese Disruption, von der Sie gerade sprachen, Realität wird, wo es also von der, ja, wo eine Ökonomie dabei ist, wo wir sagen, dann sind wir an dem Punkt, wo die Technik bezahlbar ist oder standardisiert ist oder tatsächlich im Alltag eingesetzt wird. Und meistens sind die Leute super happy und sagen, endlich mal jemand, der nicht wissen möchte, wie unser drittes Quartal zu Ende geht, sondern der sich mal für die größere Vision interessiert. Und da erweitert sich tatsächlich täglich unser Netzwerk von interessanten Leuten, die in den verschiedensten Bereichen arbeiten. Ob das Energiespeicher sind oder ob das künstliche Intelligenz ist oder ob das zukünftige Nahrungsmittelproduktion ist oder wie die Mobilität sich verändert. Und das Interessante ist, wenn Sie mit 100 Leuten sprechen, die an der Zukunft arbeiten, dann haben Sie ein ganz gutes Bild darüber, was im Moment so läuft und woran gearbeitet wird und wo die ungefähr stehen. Und natürlich gibt es da einige davon, da muss man dann ein paar Jahre dazu rechnen, wenn die sagen, nächstes Jahr ist der Roboter da, dann rechnet man +3 oder irgendwie sowas, das kriegt man dann auch raus. Aber so, und Zukunftsforschung ist tatsächlich gar keine Voodoo-Wissenschaft oder Kristallkugelsache oder dass ich irgendwie eine besondere Fähigkeit hätte, dass ich morgens aufwache und eine Vision habe, sondern diese Neugier auszuleben. Und also wenn ich von wir spreche, Future Matters ist ein Team von nur 11 Personen. Wir haben uns alle diese Neugier, die man als Kind vielleicht hat, dass man also nicht den Status quo als das ewig Geltende akzeptiert, sondern immer sich fragt, geht das nicht besser? Das ist so diese Grundvoraussetzung, die man haben muss. Dann braucht man tatsächlich doch ein bisschen Verständnis. Also man kann eben auch leicht übertölpelt werden, wenn man nicht die Grundgesetze der Physik oder der Ökonomie oder der
man sollte so ein bisschen Einblick haben, wenn jemand einem von Technologie erzählt und von den Daten, wovon der überhaupt redet, und dann vielleicht auch mal auf dem Bierdeckel oder auf dem Blatt Papier mal eine grobe Rechnung machen kann. Aber das ist eigentlich die Arbeit von Zukunftsforschung. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin ja durch Zufall eher dazu gekommen, weil ich habe BWL studiert und war ziemlich frustriert darüber, dass man Managerinnen und Manager ausbildet, die zwar den Status quo beschreiben können, also den Geschäftsbericht machen, wie letztes Jahr gelaufen ist. Und wenn man dann versucht, okay, wo seid ihr in 5 Jahren, dann wird dann einfach linear fortgeschrieben. Also, und das war eigentlich so der Zufall oder vielleicht auch Glück, dass ich diese Frage dann irgendwann in mir spürte und dass ich auch die Möglichkeit hatte, daraus dann ein Geschäft zu machen. Und ich bin wirklich mit Leib und Seele jemand, der daran glaubt, dass Innovation nicht zum Schlechteren der Menschheit dient, sondern dass Innovation ein Teil unserer Kulturgeschichte ist. Also dass Menschen, die irgendwann in einer dunklen, kalten Höhle gelebt haben, ohne Strom, ohne Licht, ohne Zivilisation, ohne Demokratie, all diese Errungenschaften, die heute unser Leben ausmachen, das sind im Grunde genommen Innovationen gewesen.